Also sie weiß, was sie will, sie sagt das auch und sie setzt es auch durch und die Leute hören auch überwiegend darauf. Und die hat ja schon einen Status, der relativ hoch liegt. Und in dem Moment, wo sie dieses weiße Hemd nicht anzieht, was ja nun auch aus Eitelkeit entsteht, aber das ist eben auch menschlich, wird sie ja ausgegrenzt von den anderen Leuten. Und das merkt sie natürlich sofort, weil die Position, die sie sonst hat, verliert sie in dem Moment. Sie meldet sich, sie wird nicht rangenommen und sie wundert sich halt total und denkt, was ist jetzt los? In dem Moment, wo Caro sich von der Welle entfernt, entfernt sie sich natürlich auch von Marco, weil Marco ist nicht bereit, in dem Moment ihren Weg zu gehen, weil er nicht sieht, dass die Welle was Schlechtes für ihn ist. Der will dort bleiben, der findet die Welle super und dadurch entfernt sie sich natürlich, weil sie sich entscheidet, einen anderen Weg zu gehen und sich dagegen zu stellen. Und dadurch driften die beiden natürlich so ein bisschen auseinander, mehr und mehr. Und dadurch entbrennen dann natürlich mehr Konflikte.